Hallo und willkommen hier zu einem Pokémon-Öffnung, Unboxing und zwar zum schillernden Amigento GX Kollektion. Und wir haben hier zwei, ja, aufziehende Sturmröte, eine Nacht in Flammen und eine Stunde der Wächter Boosterpacks darinnen und als Promokarte Amigento GX sowie als Riesenkarte dahinter. Und öffnen wir das einfach mal. Ja, neuer Hintergrund ist hier mit ein paar Riesenkarten. Eigentlich ist es größer, aber jetzt ist es so nah eingestellt. Ich weiß nicht, wie man das hier aufmacht am besten. Okay, geschafft. Jetzt noch rausziehen. Da ist es leere. Dann haben wir hier die Riesenkarte mit. Legen wir es hier lieber am besten hin. Turboantrieb. Lege eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an eins deiner Pokémon an. An eins deiner Pokémon auf deiner Bank an. Das ist gar nicht so schlecht. Sogar 120 Angriff. Braucht nur 3 Energie. Kann man schnell mit Doppelenergie machen. Natürlich ist es in Phase 1 Pokémon entsteht aus Typ 0. Und die GX-Attacke Rebellion GX. Diese Attacke für 50 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon auf der Bank deines Gegners zu. Wow. 50 mal. Also wenn er 4 hat, macht es schon 200 Schaden. Wenn er alles 5 unten hat, dann macht es 250 Schaden. Das ist nicht schlecht. Ich habe mir gedacht, Amigento ist schlechter, aber nein. Er ist ziemlich gut. Und, oh. Seht ihr das? Sieht man das oder nicht? Es ist ein bisschen verbogen. Ah, da sieht man es ein bisschen. Das ist nicht so gut, aber dafür kann ich nichts. Dafür ist Pokémon selber schuld, wenn sie sich so einpacken. Dann haben wir hier ein Stunde der Wächter Sonne und Mond Booster Pack. Das werden wir jetzt mal gleich öffnen. So. Ich glaube, es sind 4. Und 2 so. Und dann nochmal so. Okay, dann haben wir hier ein Molunk. Ein Velusi. Ein Phlegmon in sehr coolen Artwork. Ein Lusardine. Ein Nasknet. Eine Wasserenergie. Ein Gelatropo. Schutzzone des Ätherparadies für Pflanzen und Elektro-Pokémon gut. Dann ein Haller. Ein Formeo. Ein Hetera. Mit der Fähigkeit Frischei. Wenn man dieses Pokémon aus der Hand spielt, um einzelne Pokémon wenn es zu entwickeln, kann man 80 Schadenspunkte von deinen aktiven Pokémon heilen. Und es macht Risikotackle mit 160 Angriff, aber es fügt sich selber 80 zu. Für so einen Alles- oder Nichts-Angriff geht es vielleicht, aber sonst würde ich es nicht spielen. Okay, legen wir die einfach da so hinterhin. Gut, das nächste Booster Pack ist Nacht in Flammen. Und ganz am Schluss werde ich dann noch einen anderen Code herzeigen. Für alle, die was das hinten haben wollen. Und aber zuerst wieder die Karten da so machen. Und wir haben hier ein Bugungus. Bubungus, so ja, ein Glumanda, ein sehr trauriges, ein Porygon, ein sehr nicht trauriges. Ein nicht lebendiges Meryl, ein Hudhud, eine Pflanzenenergie, ein Grillcheater, dann ein Safcon, ein Zwirklop, ein Alola Ratzfratz, ein Skaldon mit der Fähigkeit Adrenalin. Okay, wenn dieses Pokémon durch Schaden einer Attacke kampfunfähig würde, wirf eine Münze. Bei Kopf wird dieses Pokémon nicht kampffähig und seine verbleibende KP sind gleich 10. Das ist cool. Und zwei Pflanzenenergie mit einwerfen. Dein Gegner tauscht sein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf seiner Bank aus. Was ist da im Hintergrund eigentlich? Ein Team Skull, glaube ich. Ein Team Skull-Mitglied. Ich weiß nicht, ob das so fokussieren kann. Ja. Ich glaube, das ist ein Team Skull. Okay, nehmen wir es hierher. Dann haben wir hier
noch zwei aufziehen der Sturmröte. Aber zuerst, weil ihr alle so brav wart, bekommt ihr den Online-Code für Stunde der Wächter. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja, hier habt ihr ihn. Und legen wir hier. So, jetzt kommt Aufziehen der Sturmröte. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, dann so. Dann haben wir hier mal ein Owei, ein Hornliu, ein Schalelos. Das schaut gar nicht so übel aus. Ein Skoppel, Tuska, ein Finsternisenergie, ein See des Nichts. Spezielle Zustände verlieren ihre Wirkung nicht, wenn Pokémon sich entwickeln oder rückentwickeln. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Alpollo. Konterfinger. Tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon aus. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Ein Video. GX Full Art. Eine Ultra-Bestie. Wow. Das. Ich mag Schlenking nicht, aber das Artwork ist wirklich heftig. Mit der ersten Attacke Kleckerkost, lege die obersten 5 Karten von deinem Deck auf deinen Ablagestapel. Wenn unter jedem Karten Energiekarten sind, lege sie an dieses Pokémon an. Und Despotischer Schlund mit 180 Angriff. 180 ist schon mal mega. Braucht aber natürlich 5 Energie. Und Vielfraß GX, ebenfalls 5 Finsternisenergie. Wenn das Pokémon deines Gegners dich schaden, dieser Attacke kampfunfähig wird, nimm 2 Preiskarten mehr. Was, nimm 2 mehr? Wenn das ein gegnerisches GX oder X-Monster ist und man macht es mit dieser GX-Attacke kampfunfähig, dann darf man sich 4 Preiskarten nehmen. Okay. Das ist heftig hier. Schlinking GX. Full Art. Woo. Okay. Oh, ich krieg schon eine Gänsehaut hier. Das letzte Booster ist noch da. Öffnen wir das auch noch. So, okay. Dann 1, 2, 3, 4 und 2 so und so. So, dann haben wir einen Schnuthelm, ein Wablu, ein Quieke, ein Kamaup, ein Picochiller. Wow, ist das fett. Ist das gerade trächtig? Ich glaube, das war gerade bei Dito. Okay, nochmal eine Finsternisenergie. Ein Stollrak. Okay. Ein Alola Georock mit Finale. Ja, Finale ist fügt sich selber auch dazu. Okay, okay. Ein Emolger. Okay. Ein Miniraus. Dahinter. Das ist unfassbar. 2 Schlinkings, einmal in normal. Und einmal in Full Art? Was ist das? Das ist heftig, diese Box. Wow. Ich bin völlig fassungslos. Okay. Okay. Kommen wir zur Rückblick des Tages. Zur Feier des Tages bekommt ihr hier einfach hier nochmal ein Aufziehen der Sturmröte Online-Code. Und hier, weil es einfach so heftig ist, bekommt ihr das hier, wenn man es lesen kann. Komm, Kamera, fokussier. Okay. Aufziehen der Sturmröte. 2 Online-Codes habt ihr bekommen von mir.
weil das so heftig ist. Wir haben einfach zwei GX-Karten in Boostpacks gezogen. Okay, nun der Rückblick. Ein Amigento GX als Promokarte mit der Fähigkeit Gyro-Aggregat, das habe ich gar nicht erzählt. Deine Basis-Pokémon. Im Spiel haben keine Rückzugskosten. Das ist ein Pokémon, was wirklich überall gespielt werden kann, weil es normal ist. Es kann jede, egal welche Energie da drauflegen, hat eine sehr, sehr gute Fähigkeit für Pokémon X oder Pokémon GX, die einfach Basis-Pokémon sind. Oder generell andere Pokémon, die Basis-Pokémon sind. Und machen einfach keine Rückzugskosten. Das kann man immer gebrauchen. Das kann man immer gebrauchen. Dann noch ein Hetera, ein sehr süßes Artwork, aber dafür ist die Fähigkeit und die Attacke jetzt nicht so der Bringer. Außerdem braucht es viel zu viel Rückzug und man muss es entwickeln. Scaraborn, den finde ich ziemlich cool. Der hat eine coole Fähigkeit. Als Schutz ist das ziemlich cool. Den werde ich wahrscheinlich in einen Pflanzendeck reingeben. Und ja, dann kommen wir hier mal zu der Schlinking GX als normales und einmal als Full Art Version. Das ist ja wirklich mal heftig. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Zweimal dieselbe Karte in unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Zwei Ultra-Bestien sind ja auch noch dazu. Und die Angriffe sind jetzt auch nicht so schlecht, aber sehr, sehr energiebelastend und braucht schon sehr lange. Am besten kombiniert man das mit irgendwelchen anderen Energie von Ablagestapel auf Pokémon und so weiter. Dann geht es vielleicht. Aber das ist, wow, zweimal das und einmal da. Ich kann gar nichts sagen. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und warum wackelt die Kamera so extrem? Aber ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Es ist vielleicht, weil die Kamera jetzt das auch nicht fassen kann. Gut, dann einfach bis zum nächsten Mal bei Pokémon Unboxing oder News oder was auch immer. Lasst ein Like da, schreibt in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was ihr sehen wollt, welche Box. Vielleicht hole ich mir eine Box. Ja, dann bis zum nächsten Mal.